Was ist denn für Sie das Faszinierende an der Unfallchirurgie? Warum sind Sie Unfallchirurg geworden? Also ich habe mich schon als Kind und als Jugendlicher sehr für die Medizin, für die Chirurgie interessiert. Ich war immer der Mann, der die erste Hilfe sichergestellt hat. Die Unfallchirurgie ist insofern auch faszinierend, weil man die Gelegenheit hat, einen kranken oder verletzten Menschen völlig wiederherzustellen. Als Sie den Lehrstuhl für Unfallchirurgie in Deutschland, in Hannover, inne gehabt haben oder aufgezogen haben, wie wurden zu dem Zeitpunkt Verunfallte überhaupt behandelt? Also zu diesem Zeitpunkt lag in Deutschland die Behandlung der unfallchirurgischen Verletzungen in Hand des Allgemeinchirurgen. Der Allgemeinchirurg war zuständig für alle Verletzungen, auch zum Beispiel für die Schädelverletzungen. Und es ist heute nicht mehr bekannt, dass damals die Allgemeinchirurgen auch die schweren Schädelverletzungen, Impressionsbrüche oder intrakranielle Blutungen selbst operiert haben. Das war damals so ungefähr die Situation. Und die meisten Verletzungen sind ja Verletzungen des Bewegungsapparates. Die wurden damals vorwiegend konservativ behandelt, die Knochenbrüche. Das heißt im Gips- oder Streckverband. Wie kamen Sie auf die Idee, da einen extra Lehrstuhl zu errichten? Als ich nach Hannover berufen wurde, an der Medizinischen Hochschule, fiel das genau in die Halbzeit der 100-jährigen Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Und es war eine Zeit des Aufbruchs. Es folgten nämlich die goldenen Jahre der Unfallchirurgie. Unmittelbar und in kürzester Zeit danach entstanden unfallchirurgische Lehrstühle an fast allen Universitäten. Und an den großen städtischen Kliniken wurden selbstständige unfallchirurgische Abteilungen eingerichtet. Und erst jetzt wurde der Unfallchirurg in der Bevölkerung überhaupt wahrgenommen. Was sind denn so die größten Errungenschaften der Unfallchirurgie? Für mich die größten Errungenschaften steht sicherlich ganz an erster Stelle die präklinische und klinische Notfallmedizin. Das war, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache, nämlich die erste Stunde nach einem Unfall ist extrem wichtig für den Verletzten. Und da müssen die Behandlungen einsetzen. Das heißt also, Entwicklung von Notarzt, Notarztwagen, Rettungshubschrauber. Und das hat dazu geführt, dass die Behandlung, auch vor allem die Schwerverletzten, sich grundlegend verändert hat. Es hat dann eine Versorgungskette gegeben, nämlich vom Unfallort, Einlieferung in ein Traumazentrum, wo alle Ressourcen vorhanden waren, dann die Schockraumbehandlung und entsprechende Intensivmedizin. Die zweite wichtige für mich waren die bildgebenden Verfahren. Die haben einen wirklich großen Beitrag geliefert, auch gerade bei der Behandlung von Schwerverletzten, nämlich Sonographie, Computertomographie, Kernspinnen. Es sind ja früher zum Beispiel bei Bauchverletzungen sehr viele Probelaboratomien gemacht worden, um eben so sicher sein, dass man keine innere Blutung übersieht. Und diese sind sehr oft negativ gewesen. Mit diesen Methoden ist man in der Lage, nur sehr schnell umfassende Diagnostik zu bekommen und natürlich auch Operationen zu vermeiden. Nach dem mittelgehenden Verfahren war entscheidend auch die Arthroskopie, die minimalinvasiven Operationen und viele andere Errungenschaften, wie zum Beispiel Navigation, Computerchirurgie oder Modulation von Wundheilung oder Knochenheilung. Die junge Ärztegeneration, auch die Studenten, haben sich sehr intensiv auch für die Notfallmedizin interessiert. Hat dazu geführt, dass viele Ärzte, die dann auch in anderen Disziplinen oder in der Praxis gearbeitet haben, auch später bis ins höhere Alter als Notarzt tätig waren. Und so ist es also heute, dass in Deutschland
Deutschland flächendeckend abgedeckt ist mit Notärzten. Also ein Notarzt innerhalb von einer halben Stunde kann fast überall in Deutschland ein Notarzt kommen. Wie sehr hat sich denn jetzt die Unfallchirurgie zu Ihren Lebzeiten auch verändert? Also die Veränderungen, kann man so sagen, wie ich in Hannover angefangen habe, haben wir zum Beispiel die Körperhöhlenverletzungen selbst behandelt. Es hat sich aber sehr rasch gezeigt, dass das eigentlich obsolet gewesen ist. Und es ist so gewesen, dass dann der Unfallchirurg zwar den Verletzten zuerst in die Hand bekam und aber dann die notwendigen Spezialisten dazugerufen hat. Also einen Neurochirurgen, einen Herzchirurgen, einen Viszeralchirurgen, Urologen. Das hat sich aber grundlegend verändert. Der andere große Umbruch war natürlich in der Behandlung der häufigsten Verletzungen der Knochenbrüche. Und da hat mit Gründung der Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese-Verfahren auch die Ehre der operativen Knochenbruchbehandlung bekommen, die Ehre der Osteosynthese. Das heißt, vorher haben Sie ja gesagt, wurde konservativ behandelt, einfach sehr eingegipst? Sehr viel. Wenn Sie vielleicht in den großen Kliniken mit 400 Betten hatten, die große Klinik, Universitätsklinik damals noch, da hat es Säle gegeben, da sind 30, 40 Patienten im Streckverband gelegen, wochenlang. Das hat sich ganz gewaltig geändert. Wie sehr helfen diese ganzen Neuerungen dabei, eben Verunfallte wieder besser herzustellen, in ihren alten Zustand zurückzubringen oder auch überhaupt das Überleben zu sichern? Wenn wir jetzt nur von den Schwerverletzten sprechen, dann muss man sehen, dass es etwa 10% dieser Schwerverletzten entweder sofort versterben oder innerhalb der ersten Stunde. Und diese 10% werden sich auch in Zukunft nicht ändern, auch mit den heutigen Mitteln der Medizin, weil sie einfach zu spät eingreifen können. Bei allen anderen Verletzungen muss man sagen, die meisten Verletzungen sind behandelbar, als einzelne Verletzung behandelbar, mit ganz wenigen Ausnahmen, schwere Schädelverletzungen mit Spätfolgen und natürlich auch zum Beispiel Wirbelbrüche mit Lähmungen, Querschnittslähmung oder auch Gliedmaßenverlust. Aber ansonsten sind praktisch alle Verletzungen als einzelne Verletzung heute zu behandeln und auch wieder zur Folgenrehabilitation zu bringen.